Angesichts der verstörenden Bilder aus Bucha ist die Diskussion über neue Sanktionen gegen Russland neu entflammt. Die EU-Kommission plant bereits, einen neuen Vorschlag für verschärfte Maßnahmen gegen Moskau vorzulegen. Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck kündigte neue Sanktionen der Bundesregierung an. Einen sofortigen Importstopp für Öl und Gas aus Russland soll es aber weiter nicht geben. Die Diskussion über ein Energieembargo gegen Russland ist allerdings noch nicht vom Tisch. Das Gas aus Russland soll vorerst weiter nach Deutschland fließen. Einen sofortigen Lieferstopp als Reaktion auf die mutmaßlichen Kriegsverbrechen im ukrainischen Bucha, so weit will die Bundesregierung nach wie vor nicht gehen. Wir arbeiten ja an der Unabhängigkeit von russischem Öl und Kohle und Gas. Anders als andere europäische Länder haben die deutsche Bundesregierung sich in den letzten Jahren, ja gar Jahrzehnten darauf verlegt, die Abhängigkeit immer größer zu machen. Deswegen haben wir eine andere Situation als andere Länder. Auch der SPD-Chef Klingbeil hält ein sofortiges Gasembargo wegen der wirtschaftlichen Folgen für falsch. Davor warnt auch Bayerns Ministerpräsident Söder. In Habecks eigener Partei halten manche einen Lieferstopp dagegen für leistbar. Dann hätte es insbesondere im Gasbereich die Konsequenz, dass, was wirklich sehr, sehr bitter ist, mehr Kohlekraftwerke laufen müssen, wir sparen müssen und Teile der Industrie in dem Bereich ihre Produktion einschränken müssen. Dafür brauchen wir, wie bei Corona, ein milliardenschweres Rettungspaket. Die Zusammenarbeit mit Russland bei der wegen des Krieges nie in Betrieb genommenen Gasleitung Nord Stream 2 steht rückblickend immer mehr in der Kritik. Manuela Schwesig räumt erstmals sogar Fehler ein. Durch Nord Stream 2 ist kein Gas geflossen und damit ist auch kein Geld verdient worden. Da hat Putin jetzt viel Geld in der Ostsee versenkt. Dennoch war das Festhalten an Nord Stream 2 mit dem Blick von heute ein Fehler. Ein Fehler, den auch wir in Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben, den auch ich gemacht habe. In den kommenden Tagen will die Bundesregierung mit den anderen EU-Staaten über weitere Sanktionen gegen Russland beraten.